Ja, moin Freunde! Willkommen zum neuen Video. Ich bin total aufgeregt, weil heute geht es das erste Mal an den Tandir und es wird gegrillt. Es wird Schaschlik geben. Es ist unser altbewährtes Rezept. Hier die Tomatenmarinade. Ich versuche es in der Infoleiste hier oben irgendwo zu verlinken. Falls ich es nicht schaffe, das ist aus der Playlist Schaschlik, das 11. Rezept. Mariniert habe ich es, wie gesagt, Tomaten, Zwiebeln, ganz wichtig für Schaschlik ist diese Gewürzmischung. Und ein bisschen Werbung am Rande, wir fangen sofort mal an. Unser Tandir ist schon fast fertig, also das Holz muss nur noch aufhören zu brennen, also dass wir nur noch ein Glutnest haben. Der ist schon wieder weiß geworden, ich glaube, du guckst mal darüber. Und das heißt, die Zeit ist gekommen, um das Fleisch aufzuspießen. Ich habe hier die Spieße einmal vorher gereinigt und wir werden das Fleisch jetzt hier, ich habe so 3x3 cm Stücke und das sind jetzt insgesamt 2,4 Kilo. Und wir werden mal schauen, also schön mittig immer aufspießen, wir werden mal schauen, wie viele Spieße wir jetzt mit 2,5 Kilo voll bekommen. Und wenn der Tandir gleich durchgebrannt ist, dann holen wir euch nochmal dabei. Aber eins wollte ich euch sagen, ich habe jetzt nochmal Kontakt mit dem Verkäufer gehabt, weil ich mir dieses Untergestell jetzt doch bestellt habe, wird auch nächste Woche bei uns eintreffen. Und er sagte zu einem, falls jemand Interesse an so einem Tandir hat und sich den da bestellen sollte, nennt doch oder schreibt in der Bemerkung doch einfach meinen Kanalnamen ValentinTV und er legt euch noch einen Doppelhaken gratis, als Gratiszugabe noch dabei. Muss man normalerweise extra kaufen, es sind ja nur die Spieße dabei. Und nach dem ersten Einbrennen muss ich sagen, kann ich allen empfehlen, dieses Untergestell zu kaufen, weil das doch etwas ja, besser ist, wenn der höher steht. Man wird ja älter. Man wird ja älter, genau. Nee, man wird nicht jünger. Und dann hat er mir noch gesagt, weil ich da so ein bisschen unsicher war, ob das Ton, Keramik oder was auch immer ist, Lehm, es ist Schamott. Und deswegen speichert er auch so die Hitze, das kennt man aus dem Kamin. Das waren nochmal die Sachen, die ich erwähnen wollte. Es ist wirklich, das, also das ist für 600 Schamott, für Schamott, 600 Euro, ja. Das ist echt, Schamott. Das ist günstig, ne? Das ist ja wirklich günstig. Ja, es gibt ja auch, das, also der hat jetzt 600 gekostet und ich wurde auch gefragt, für wie viele Leute kannst du da zubereiten? Also ich denke mal, jetzt habe ich 3 Spieße voll oder noch nicht mal voll, da hätte man nochmal jeweils ein Stück drauf gekonnt oder 2. Und ich denke mal schon, dass wir zwischen 4 und 5 Kilo jetzt da drauf bekommen. Und man ist ja nicht, der ist ja nicht komplett mit einmal durchgebrannt. Man kann ja danach ja nochmal was reinmachen. Damit bestellt man sich halt nochmal ein Spießeset dabei und dann sind die 15 Minuten später wieder fertig. Das ist ja das Tolle, weil das Fleisch braucht ja wirklich in dem Tandir, ja, man sagt so zwischen 15 und 20 Minuten. So Freunde, ich habe jetzt viel gequatscht und der ist gleich fertig und wenn es dann reingeht und wieder rausgeht, holen wir euch dabei und zeigen euch das natürlich. Ich wollte mich jetzt nicht aufhalten bei diesem Video mit der Marinade, weil es gibt mittlerweile, ich glaube, an die 15 Marinaden auf meinem Kanal. Da kann, ist für jeden das Passende dabei, ob Buttermilch, ob Kefir, ob Tomate, Essig, für jeden was dabei. Deswegen geht es heute nur rein ums Grillen und wie es funktioniert. Freunde, bis gleich. Freunde, unser Fleisch ist aufgespießt. Schaut mal, ich habe hier so ein paar Kartoffeln davor gemacht, damit mir das Fleisch, wenn ich so einen Spieß nehme, das Fleisch ist ja doch flutschig, damit mir das nicht vom Spieß fällt. Ich werde mir nachträglich noch so Löcher da reinbohren und mir so Haken formen, dass ich, das zeige ich euch aber dann demnächst beim neuen Rezept. Unser Grill ist aufgeheizt, unser Tandir. Die Wände sind weiß.
Und wir werden jetzt mal die Wandtemperatur mal messen. Wir versuchen das mal hier festzuhalten. 467, 68, 69. Also 460 Grad. Bitte, nur mit ein bisschen Holz. So ein 5 Stücke Holz. So, was machen wir als nächstes? Vorsicht, nicht an den Grill, ist sehr heiß. Kreuz, kommt drauf. Und unten machen wir einmal zu, damit wir keinen Zug haben von unten, damit uns das Fleisch nicht sofort verbrennt. Die ganze Prozedur wird jetzt, ja, ich sag mal, 15, 20 Minuten dauern. Bei 450 Grad? Ja. So, die werden jetzt hier, ah, es brennt mir noch zu doll. Moment, ich muss mal so, nicht, dass es... Also für, auch für mich ist das Premiere. So, ich werde das mal, die Glut so ein bisschen beiseite schieben und werde die Spieße jetzt reinhängen. Wenn wir den Deckel gleich zumachen, ist die ganze Geschichte von oben auch dicht. Da kann auch nichts mehr, von unten kann nichts gezogen werden, von oben kann nichts gezogen werden, kein Sauerstoff. Und wir werden dann nur noch mal mit der Temperatur von den Wänden arbeiten. Oder grillen, besser gesagt. Und ich bin schon super gespannt, was wir da gleich rausbekommen. Nicht zu dicke Stücke, damit uns das gleichmäßig gar wird. Und wir haben 8 Spieße insgesamt und wir haben ja 7,5 jetzt voll bekommen. Das machen wir als nächstes von oben zu und hier den Deckel auch noch mal zu. Und es riecht schon. Jetzt warten wir 15 Minuten, ich werde euch die genaue Zeit gleich noch sagen und werde zwischendurch auch mal reinschauen. Es ist auch nichts Schlimmes, wenn wir wirklich mal den Deckel aufmachen und reingucken, wie sieht das Fleisch aus, was macht unser Fleisch. Nicht, dass es zu, ja, damit wir so ein bisschen sehen, wie der Verlauf ist. Und wenn wir das dann 2-3 Mal gemacht haben, dann können wir sagen, alles klar, 15 Minuten ist fertig, 20 Minuten, eine halbe Stunde, wie auch immer. Deswegen werde ich zwischendurch nach 10 Minuten mal das erste Mal reinschauen und vielleicht auch mal ein Stückchen anschneiden. Wenn es dann gut ist, holen wir euch gleich dabei zum Ergebnis und holen die Spieße zusammen raus. Bis gleich. So, 16,5 Minuten, jetzt sind es glaube ich 17 vergangen. Ah, ich hoffe, ich habe zwischendurch mal reingeguckt und das war, ja, hier oben haben wir mehr Hitze, haben wir ein paar Röstaromen mehr bekommen, aber an sich gleichmäßig. Diese Spitzen, die da vielleicht ein bisschen mehr Farbe abbekommen haben, das sind meistens, das ist ja Schweinenacken, ist ein bisschen mehr durchzogen. Ja, wie gesagt, eine Minute weniger, also 16 Minuten wäre ideal. Und so sieht das Ganze aus. Schaut euch das mal an. Perfekte Farbe. Und ein Duft hier im Garten, das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. 2 Kartoffeln sind runtergerutscht. Aber ich bin begeistert. Ich mache mal eben zu und dann werden wir auf jeden Fall, Vorsicht, heiß, ihr habt ja die Temperatur gesehen, ich werde hier mal was runterziehen, anschneiden, um euch zu zeigen, ob das auch fertig geworden ist. So, schaut euch das mal an. Schau. Und dann machen wir jetzt mal, versuchen mal zu testen oder zu zeigen, wie saftig das ist. Also, ich werde es einfach jetzt mal wagen und kannst du das sehen? Also es ist mega heiß. Zart. Von außen cross. Ich musste nicht drehen. Mein Schwager, mein Kameramann ist mega hungrig. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Ich schneide mal so ein dickeres Stück ab. Hier, alles durch. Alles noch sehr saftig, pass auf, es ist sehr heiß. Alles durch hier, der Saft. Ich kann es nicht in der Hand halten. Ein Wahnsinnsaroma, weil wir hatten ja nur Holz. Keine fremden Anzünder, sonst was. Freunde, ich kann es jedem nur empfehlen. Das ist einfach ein Muss im Garten. Ich bin begeistert.
Was sagst du? Heiß, ne? Mhm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Rezept verlinke ich euch. Nach 16 Minuten ein Wahnsinnsergebnis. Ich war die ganze Zeit, habe ich zwischendurch mal reingeguckt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Bis gleich.